Das muss man jetzt wirklich sehr, sehr sorgfältig vermischen. Das ist Gelko, das ist die Härte dafür. Mhm. Und wenn du zu viel hast, dann wird es wahrscheinlich zu schnell hart, ne? Ja. Kann das passieren, dass du beim Rühren das schon, dass das schon hart wird? Ja gut, wenn du jetzt 4 Stunden rührst, ja. Okay. Stell mich hier hin, dann bin ich gerade. Es ist sehr teuer, so eine kleine Dose kostet ein Vermögen. Ja. Im Prinzip bauen wir jetzt ein paar Teile für die Kawasaki. Ich baue die aus dem hitzebeständigen Material vom Bau, weil wir wollen ein paar Teile auch in Carbon haben. Ja. Das ist für Motorrad Genen aus Kempen, kommen die? Kempen. Mhm. Mhm. Und so sieht es aus. Die haben jetzt ein paar Kawasaki-Teile bei uns bestellt. Also wer so Kawasaki-Teile haben möchte, der muss sich da an die Firma Genen wenden. Die haben auch das eine Motorrad, das hat man wahrscheinlich schon gesehen. Ne? Das hat eine ganze komplette Verkleidung von uns. Ne? Mhm. Oh. Aber dass das alles hält. Ne? Mhm. Wir haben nur Prototypen gebaut, wo ich gesagt habe, wie schnell ist er? 300? Ja, irgendwie so. 300, 320 für das Ding. Und ich hatte Bauchschmerzen, ich bin ehrlich. Ja. Bei fertigen Teilen nicht so, aber bei den Prototypen, erstens, die waren schwer. Ja. Und zweitens, die waren schwer. Und zweitens, ja, Prototypen, die waren als Prototyp halt. Und die Maschine kommt erst im Mai, war das, ne? Auf den Markt. Mhm. Genau. Na? Ich glaube, das ist das erste Video, seitdem wir den Autoklav umgestellt haben. Ja. Mhm. Sehr schön. Bist du zufrieden mit dem Platz? Sigi. Danke. Aber Sascha, was war's? Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Die Kamera kurz weglegen, mir helfen. Ja. In einem kleinen alten Klaveraum, da sind so ganz viele Pinsel, wenn du reingehst, auf den Regalen rechts, bring mal so eine Serie mit. Okay. So eine, ich habe beim ersten Werkzeug das so gemacht, dass ich auf einmal Gelcoat aufgetragen habe, also einmal dick. Da hatte ich kleine Probleme, technische Probleme. Ich würde empfehlen, zweimal dünn. Ja. Beziehungsweise dass die erste Schicht, dass die schön dünn ist und die zweite so, dass die alles schön gedeckt hat. Ja. Aber man merkt richtig, dass das so was für Modellbauer ist, sage ich jetzt mal. Ne? Für kleine Erfinder. Ja. Ich liebe das. Ne? Was ist das Geile, wenn kann man ein Video zeigen, wenn ich das raushole aus dem Form. Ne? Quasi den Prototypen. Weil das, was ich quasi jetzt grau mache, ist der Prototyp drunter. Ne? Und wenn ich das raushole, das ist so ein geiles Gefühl. Ne? Also das muss man mögen. Ja? Natürlich, man muss sich über so Sachen eigentlich richtig freuen. Ja? Weil wenn du sowas nicht, dieses Gefühl nicht hast, dann weiß ich, ob das Richtige für dich ist. Hm. Ja? Ja, ich glaube auch. Du kannst nur gut sein, eigentlich egal, was du machst. Ja? Hm. Pinsel ist ein bisschen zu dick. Du kannst. Wer hat den geholt? Der mit dem Auge. Aber du musst mir auch zustimmen, ich habe das Teil vorher nicht gesehen. Ich dachte, wäre eine Motorhaube, die wir jetzt machen. Ja, eine Boeing 707, hast du gedacht, ne? Mhm. Mhm. Oh, warte. Das verschiebt sich. Die Geräusche hier, meine Damen und Herren. So, also zweimal dünn auftragen. Wir bauen die Werkzeuge, wie gesagt, ist aus dem teuren Material. Es gibt die, guck mal, viele sagen auch GFK ist so oder so oder so, ja. Es gibt da wirklich krasse Unterschiede, auch vom Preis her. Ne? Ein so ein Bottich hier Gelcoat, ich glaube, kostet 44 Euro. Ui. Ja. Wie weit kommst du da, wenn du so zwei Schichten machst? Wenn du das schön, ich sag mal, haben willst, viel ist das nicht. Also für das Teil brauchst du zwei Becher?
Mit zweimal? Nee, ja, anderthalb. Okay. Ja, aber das geht schnell. Also ich habe auch zuerst gedacht, oh, das reicht ja, weißt du, so ziemlich viel und so weiter. Aber das geht weg wie Wasser in der Wüste. Wie also, lange trocknet das? So 3 Stunden. So 4 Stunden. Je nach, wie die Temperatur, Raumtemperatur ist. Ja, für so einen Teil brauchst du 2 Tage Arbeit. Die Farbe hat eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, manchmal gibt es GFK-Teile. Die Leute halten das gegen das Licht und sagen, oh, die sind voll dünn. Das ist nur das Gelcoat. Eigentlich könnte man wirklich die Teile auch bauen ohne Gelcoat. Ja. Wir haben das erklärt hier zum Chefsache. Ja, wirklich, ne? Das machst nur du momentan. Ja. Weißt du was? Das ist, für mich ist das eine richtig geile Entspannung zwischen den ganzen Bürogeschichten. Ne? Letzte Zeit ist sehr viel. Und ich mag die Videos. Ich mag euch. Ich bekomme sehr, sehr, sehr guten, positiven Feedback von euch. Das ist natürlich sehr schön. Jetzt muss ich Sascha drehen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schön. Ja. Viele wollen sowas oft sehen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Seminare machen soll, wie man die Teile baut. Ja. Du brauchst immer erst einen Prototyp, eine Form. Das Prototyp brauchst du sowieso. Du musst ein Teil haben, was du nachbauen willst. Also quasi entweder nachbauen willst oder quasi, ja, musst du vorher zeichnen oder. Ne? Aber es gibt auch zum Beispiel einen Riesenmarkt, was keiner eigentlich abdeckt oder ganz, ganz, ganz wenige abdecken, ist, was ist das, Herr Sascha? Hättest du in der Schule aufgepasst? Ich würde sagen, ich weiß es nicht. Für ältere Sachen, ob das Motorrad ist oder Auto oder. Ja, und die Teile, die gibt es nicht mehr, ja. Okay, stimmt, ja. Ja, irgendwelche Stoßstangen, irgendwelche Kotflügel oder alles Mögliche. Wirklich für Autos, ja, davon fahren noch sehr viele. Aber Ersatzteile technisch gibt es nichts mehr auf dem Markt. Ja, ja, Schulungen, weißt du, ich habe das mittlerweile so gut drauf, dass ich gedacht habe, vielleicht, muss ich überlegen, ob das so machbar ist oder Interesse überhaupt besteht, ob ich diese Schulungen anbieten soll. Dass quasi Leute hier dich besuchen können, das buchen können und ja, in so einem Seminar teilnehmen. Das geht, ja. Viele werden sagen, ja, aber dann die bauen nach oder bauen ähnlich, ehrlich. Der Markt ist so groß, da gibt es Platz für noch 100 andere Firmen. Ja, nur jetzt nochmal zum Verständnis, du trägst das drauf. Ja. Für jemanden, der es vielleicht nicht weiß, danach kannst du das abziehen oder danach bleibt das Teil so, wie das jetzt hier ist? Weder noch. Da kommen noch, Sachen drauf. Was denn? Eine Spezialformenbaupaste. Mhm. Entweder da kommt noch GFK-Matten drauf, kann man bauen. Ja. Diese typischen, die man überall sieht, diese Fasern, ne? Genau, die kann man jetzt drauf danach montieren, nach dem Gelcoat. Oder die kommt drauf, wofür man das braucht. Ja. Oder man baut quasi die Geschichte so auf wie wir und daraus baut man die Werkzeuge. Okay. Ist ganz neu. Das wissen nur ganz wenige Leute, dass es sowas überhaupt existiert. Und ja. Für die Motorteile jetzt machst du das aber nicht. Was denn? Doch. Na, doch auch. Ja, weil das ist für den Autoklaven, weil das muss auch temperaturbeständig sein. Mhm. Wir können jetzt bis 140 Grad gehen. Ne? Hört sich ja so nicht viel an eigentlich, ne? 140 Grad, oder? Ja, schon. Wenn du jetzt im Backofen vergleichst mit dem normalen. Ja, aber gut, das ist, ja. Nee, ich würde, also ich als Laie würde denken, ah, da wird bei viel mehr Temperatur gebacken. Nee. Wie, kannst du sagen, wie lange das jetzt drin bleiben muss? Also im Prinzip, wenn das Teil fertig ist, geht das für ungefähr 8-9 Stunden. Also wir backen das 8 Stunden, das nennt sich Backen oder Tempern. Und dann lasse ich das über Nacht noch in geschlossenen Ofen liegen. Ja. Zum Ausgasen oder? Zum Aushärten. Mhm. Ja. Natürlich ist
Carbon aus dem Autoklaven, ja, und Carbon aus dem, ich sag mal, Handlaminieren, das sind schon krasse Unterschiede. Ja, also Handlaminat, das ist nicht getempert worden. Mhm. Autoklave ist natürlich, wir backen das bei 120 Grad und natürlich, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn du per Hand laminierst und, ich sag mal, Raumtemperatur aufnehmen kannst. Das ist schon ein Unterschied. Okay. Vielleicht könnt ihr das als Kommentar schreiben, ob da überhaupt Interesse besteht. Also eine Schulung, ja, mit einem bestimmten Konzept dahinter, dass man sagt, ich zeige euch nicht nur, wie man das baut, sondern wie ihr eine eigene kleine Firma machen könnt. Manchmal hat man wirklich im Leben so einen Hänger, ja, wo man sagt, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, vielleicht nach der Schule oder so, ne? Gibt es viele. Und das kann ich echt nur jedem empfehlen. Ich hatte schon Mitarbeiter hier, die haben 2 Tage gearbeitet. Deswegen bin ich extrem skeptisch, ihren Mitarbeiter zu finden dafür. Der war 2 Tage hier. Ende der Geschichte ist, der hat noch Teile genommen, nachgebaut von uns, hat die über eBay Kleinanzeigen versucht zu verkaufen. Ja gut, unsere Anwälte haben was dagegen. Ja. Und ja, das macht man nicht. So, also weißt du was, ich würde sagen, zu dem Thema machen wir jetzt Schluss. Falls irgendeiner Interesse hat, besteht vielleicht Interesse da an eine Schulung, dann würde ich euch alles zeigen. Schreibt uns einfach eine E-Mail, nicht hier als Kommentar, sondern vielleicht eine E-Mail und dann Action!